Hallo und willkommen zurück zu Terranigma in Part 2. Wir haben im ersten Part hier Fluffy kennengelernt, der Besitzer einer Kiste oder was auch immer. Ja, und dann halt ein bisschen Story am Anfang, klar, wir haben die ganze Einleitungskacke gemacht, der ist auch blau geworden, alle sind eingefroren, scheinbar, oder was auch immer mit denen passiert ist. Und ja, das war's eigentlich schon im Großen und Ganzen. Was ich vergessen habe zu erwähnen ist, dass diese drei Typen, die hier eingesaugt wurden, nicht eingefroren würden, jedenfalls nicht da drinne, wenn wir die Tür schon vorher aufgemacht hätten. Die wären dann weggegangen mit, oh, ich habe noch was auf dem Herd und ah, ich habe vergessen, meine Goldfische zu füttern und so ein Kack. Naja. Hey, der Weise. Weiser, du lebst? Dem Himmel sei Dank. Du Unwissender, du hast die Situation heraufbeschworen. Diese Tür sollte verschlossen bleiben. Ich hatte große Angst, aber wir können die Menschen nicht so hinterlassen. Willst du sie wieder zurückverwandeln? Nö. Weiser, warum rettest du die nicht, die Welt? Du hast Erfahrung. In meinem Alter, du respektloser Lümmel. Komm in meine Kammer, wenn du deine Meinung geändert hast. Alles klar, ich geh schon mal vor. Hey, wie konntest du mich überholen? Hast du deine Meinung geändert? Ja. Ja, ich will sie retten. Weiser, sag mir bitte, was zu tun ist. So sei es. Verlass das Dorfbett. Du wirst 5 Türme finden. Außerhalb der Stadt? Diese Türme, was meinst du damit? Verlass nun das Dorf. Das Tor ist offen. Wow. Was gibt's, Pat? Frage nach dem Turm. Ja. Gen. Was haben diese Türme zu bedeuten? Ich weiß es nicht. Niemand setzt jemals einen Fuß nach draußen. Man sagt, jeder von ihnen kontrolliert Lebewesen. Das ist alles. Die Antwort wirst du in den Türmen finden. Mhm. Was haben wir noch? Nach Truhe. Weiser, die Truhe. Was hat das mit dir auf sich? Die Truhe stammt aus der Oberwelt. Öffnet man sie, so wird das Gleichgewicht der Unterwelt gestört. Doch du wirst bald mehr über ihre wahre Bedeutung erfahren. Der Inhalt dieser Truhe wird dir von großem Nutzen sein. Ja, dann gib her. 50 Taler, yay. Ja, wird mir von Nutzen sein. Heilknolle. Aha. Was gibt es? Nein, das will ich nicht wissen. Ich weiß, was es mit den Türmen auf sich hat. Gähn. Weiser, ich bin müde. Schließe deine Augen, ich werde dich heilen. Pat ist wieder genesen. Ist ja cool, wusste gar nicht, dass er sowas kann. Ein Schläfchen im Bett kann dich auch heilen. Der Kristallspeer gibt dir verlorene Kräfte wieder. Willst du dich selbst heilen? So ist eine der Knollen. Cool, alte Rechtschreibung, Is. Is, eine der Knollen, Giel. Geh nun. Alles klar. Ich bin gerade am überlegen, ob ich das Game nicht besser mit dem Control-Stick zocken kann. Das müsste ich mal ausprobieren. Was ist das? Das hat der Alte also gemeint. Ich kann das Dorf verlassen. Klingt aufregend. Ich werde überall nachschauen. So, und bevor ich jetzt hier rausgehe, kurze Sache. Ich werde jetzt kurzzeitig nichts sagen, damit ihr einfach mal diesen mega epischen Soundtrack genießen könnt, der jetzt kommt, wenn wir das Dorf verlassen. Bitte. Ist ja nicht einfach umwerfend gut. Gut, lassen wir das. Dieser Track ist einfach zu episch. Den muss man sich mal im vollständigen Ausmaß gegeben haben. Der absolute Wahnsinn. Das ist mein absoluter Lieblingssoundtrack von überhaupt allen Spielen auf diesem Planeten. Das also meinte der Weise, als er Turm sagte. Welch ein unheimlicher Ort. Wer bist du? Dein Erscheinen hat mich erschreckt. Ich bin der Turmwächter. Was ist dein Begehr? Wie antworte ich? Freundlich, unfreundlich, unfreundlich. Lass mich rein. Ich habe keine Zeit, mich dir zu erklären. Du hast Mut. So tritt denn ein und beweise ihn. Im Turm befinden sich unzählige verlorene Seelen.
In der obersten Etage wirst du die Macht finden, die du begehrst. Pat, erfüllst du dein Schicksal? Was für eine Frage. Weiß ich nicht, ob ich mein Schicksal erfülle. Was ist denn mein Schicksal? Das kann ich ja so gar nicht sagen. Aha. Ich glaube, ich nehme doch lieber das Steuerkreuz, das ist präziser. Gut, das waren jetzt die ersten Gegner. Ich zeige euch erstmal die coolen Moves, die wir haben. Wir haben erstmal einen Standardschlag auf dem A-Knopf. Wir können, wenn wir den A-Knopf spammen, noch so eine Dauerattacke machen. Dreck, ey, wenn man die dann schneller hinkriegt. Gut, dass ich die sowieso nie benutze. So, dann können wir ja halt springen und in der Luft können wir noch so eine Drehung machen. Die ist auch manchmal sehr hilfreich, je nachdem, was man gerade bekämpft. Na, hier der zum Beispiel. Dann haben wir natürlich eben schon gesehen den Blitzstich. Man läuft und schlägt. Dann gibt es noch eine Attacke, das ist die coolste, aber die ist manchmal sehr riskant zu benutzen. Das ist diese hier. Laufen, springen und dann angreifen. Sieht ganz geil aus, muss man sagen. So zwischendurch, wenn man nichts zu tun hat, kann man die ruhig mal reinhauen. Ich mache sie eigentlich ständig. Ein Kristall. Das waren die Kristalle, worüber die Magier gesprochen haben im Anfangsdorf. Ja, es ist eigentlich immer ganz praktisch, davon so viele wie möglich zu sammeln. Da man für diese Kristalle Zauber bekommt. Und so ist das halt. So, da ist jetzt etwas gespawnt. Das gucke ich mir aber gleich erst an. Ich will erst schauen, ob wir hier soweit alles gesammelt haben. Was hier auch anders ist als in allen anderen Spielen. Ja, okay, was heißt in allen anderen Spielen? Es ist wie in Soul Blazer. Ne, hier unten war nichts mehr, ne? Man kann hier wieder leveln. Und das werde ich auch auf jeden Fall zwischendurch mal tun, wenn ich das Gefühl habe, dass wir unterlevelt sind. Von daher macht euch da keine Sorgen, das regle ich alles offscreen. Ich bin eine wandernde Seele. Alle Lebewesen wurden in Dämonen verwandelt. Das wäre ja mal geil. Befreie auch die anderen auf diese Weise. Die anderen? Die anderen herumwandernden Seelen wie du? Oder was? Naja, okay. Das wird sich uns wahrscheinlich noch später genauer erklären oder so. Keine Ahnung, hoffe ich jedenfalls mal. Mir sagt das jetzt gerade nicht so viel. Ich glaube, die Seelen sind einfach da, quatschen kurzzeitig mit uns und dann Happy Family oder so, dann geht's halt weiter. So, die Gegner sind ein bisschen böse. Vor denen sollte man sich in Acht nehmen. Oh, ich muss den Blitzstich üben. Ah, cool. Level up. Haha. Level 2 erreicht. KP steigt um 5. Stärke um 1. Und Abwehr um 1. Ach, Glück auch noch um 1. Mensch, jetzt haben wir das komplette Paket gekriegt. Die volle Packung sozusagen. So, jetzt kriegst du noch mal einen und jetzt den Finishing Move. Verdammt. Okay, alles klar. Jetzt habt ihr gesehen, wie man Schaden kriegt. Ist auch mal schön zu wissen. So, der Kristallspeer, also unsere Waffe, die wir angelegt haben, hat die coole Eigenschaft, dass sie unsere KP wiederherstellt. Nach und nach. Das sieht man jetzt gut. So, da hat man es gerade gesehen. Und jetzt gleich sieht man es bestimmt noch mal. Ja, so, jetzt sind wir wieder voll. Das kann halt nur der Kristallspeer. Nein, was tue ich denn da? Ich wollte da nicht raus. Jedenfalls noch nicht. Ach, jetzt sind alle Gegner wieder da. Dreck. Ja, okay, so schlimm ist es jetzt nicht. Aber es war halt nicht geplant, dass die jetzt wieder da sind. Ich wollte eigentlich nochmal auf die andere Seite gucken, was da ist. Ah, ich schaue erstmal hier nach. Weil vielleicht ist hier noch irgendwas mega Spannendes oder so. Ach was. In den Türmen wird deine Stärke geprüft. Doch kämpfe nicht nur, beobachte auch. Ja, okay. Das ist, doof gelaufen, dass ich euch das jetzt gerade schon aus Versehen gezeigt habe. Hier unten sieht man zum Beispiel, dass die beiden Fenster zu sind. Und auf der anderen Seite ist halt dieses eine Fenster offen, wo wir gerade schon rausgegangen sind. Und das meinen die mit beobachte auch, dass man da nicht blind links einfach langläuft. So, hier waren auch noch zwei Gegner, die nehme ich auch noch eben mit. So. Wir haben tatsächlich auch wieder so eine coole Abwehranimation. Das fällt mir gerade auf. Beziehungsweise fällt mir das gerade ein. Und was die hier in dem Spiel richtig geil gemacht haben, finde ich, dass die ganzen Waffen andere Farben haben. Bedeutet, wir haben jetzt den Kristallspeer und dieser ist halt blau.
Und wir bekommen später noch Farben mit allerhand anderen Waffen. Gelb, orange, rot, lila oder was weiß ich, grau. Gibt's alles noch. Und demnach sehen dann auch unsere Angriffe aus. Der Blitzstich sieht so aus, dieser Angriff sieht so aus. Oder halt, der sieht so aus und der sieht besonders geil in rot aus, ist mir schon aufgefallen. Und da kann man das halt sehr geil dran erkennen. Und ich finde, das ist ein cooles Gimmick, dass sie das hier so eingebaut haben. Aber jedem das seine. Ich finde es ziemlich cool. Vielleicht findet ihr es scheiße oder was weiß ich was. Das kann ja immer gut sein. Deswegen beurteile ich die Spiele auch immer nur nach meiner eigenen Meinung und jeder soll sich ein eigenes Bild machen. Deswegen versuche ich es relativ objektiv zu gestalten. Manchmal gelingt mir das nicht, weil ich sehr euphorisiert bin von diesem Spiel. Es ist halt mein Lieblingsspiel. Und von daher einfach der absolute Wahnsinn. Kann ich natürlich nichts Schlechtes drüber sagen. Obwohl es tatsächlich später die ein oder andere Stelle gibt, wo ich mir denke, voll unnötig hätte man noch anders regeln können. Oder was weiß ich was. Irgendwas gibt es ja immer zu meckern an jedem Spiel. Und auch in diesem Spiel ist es so, dass es was zu meckern gibt. Aber da kommen wir später zu. So, du wirst weggehauen. Oh, fuck. Yay, Level Up. Level 3 erreicht. KP steigt um 6. Abwehr um 1. Glück um 1. Das war's. Stärke gibt's nicht. Sehr, sehr schade. Naja, was soll's. So wichtig ist es nicht. Weil ich meine, wir sind noch stark genug und wenn ich das Gefühl habe, dass wir zu schwach sind, dann level ich sowieso. Das bekommt ihr dann meistens nicht mit. Hallo. Wächter. Pet, du stehst kurz vor der Vollendung deiner ersten Prüfung. Alle Kreaturen in den Türmen sind Geschöpfe des Bösen. Doch manche besitzen eine Seele. Erlöse sie von ihrem Schicksal. Der Wächter beschwört Dämonen. Was? Nein, macht er nicht. Nein, das lässt er gefällig sein. Okay. Hobas erscheinen. Diese Gegner heißen Hobas. Schön zu wissen. Die gibt es in lila und in rot, wie wir gerade schon gesehen haben. So, bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Wir haben ja voll den Schaden kassiert. Die Stimme des Wächters ertönt. Das Leben ist auf dem Weg, zur Welt zurückzukehren. Die Erde befindet sich kurz vor der Errettung. Pet. Diese Tür ist die Pforte zu neuem Leben. Tritt ein. Alles klar. Machen wir doch mal. Neues Leben. Tja, wie soll ich mir das vorstellen? Also zu jetzigem Zeitpunkt kann ich dazu noch nicht so viel sagen. Das wird aber erst richtig interessant, wenn wir dann tatsächlich zu der Errettung von allen möglichen Kram kommen. Aber das kommt erst noch viel später. Wir haben noch so viel vorher zu tun. Dieses Spiel ist auch wirklich viel umfangreicher als die beiden Teile davor. Ich gehe davon aus, da ich auch versuche, in diesem Spiel einen 100% Run zu starten, dass das ein wenig dauern kann. Und ich gehe mal so von 40 bis ja, plus minus 50 Parts aus. Ja, das könnte gut hinkommen. Also so im Schnitt ist das Spiel so lang wie die anderen beiden zusammen. Ob das jetzt an Cutscenes hängt, wie diese jetzt gerade, die einfach mega lange dauert. Da kommt nämlich jetzt noch mehr. Zum Beispiel diese wunderschönen Schneeflocken. Oder an irgendwelchen anderen Cutscenes, die wir später noch sehen werden, zuhauf. Obwohl, ich frag mich gerade. Ab einer bestimmten Stelle sieht man, glaube ich, gar keine Cutscenes mehr. Jedenfalls nicht sowas wie jetzt gerade, so Panoramabilder. Huh. Naja. Eurasien kehrt aus den Tiefen des Meeres an die Oberfläche zurück. Ich müsste euch in Part 3 oder 4, wann auch immer wir alles fertig haben, mal ein bisschen was, ja, so eine kleine Spekulation von mir mal erzählen. Gucken, ob ihr da derselben Meinung seid wie ich. So, wir haben auf jeden Fall die Weberin wieder, unsere Freundin haben wir wieder und vier Teppichknüpferinnen, die wir schon aus Illusion of Time kennen, jedenfalls in ähnlicher Form, haben wir wiederbekommen. Ja, hier oben ist wohl nichts. Ziemlich langweilig, ey. So, gehen wir in Turm 2.
Wir müssen insgesamt 5 Türme finden, sagte ja der Weise. Und ja, dort alle Seelen retten. Also ich würde mal sagen, das gesamte Dorf ist ja halt seelenlos jetzt momentan. Und wir müssen halt in alle 5 Türme, um alle Seelen von denen wiederzukriegen. Oh, das ist ja mal interessant. Kann ich den Topf nehmen? Nein. Okay, du bist trotzdem down. Das ist auch witzig, warte mal. Ah, ich habe es noch gezeigt. Pet wurde geröstet. Das ist wirklich lustig. Hey, ich kann den Krug tatsächlich nehmen. Und jetzt hört die Flamme auf zu leuchten. Aber die ist eh unwichtig. Ein Kristall. Wir konnten uns im ersten Dorf, also hier in unserem Dorf Krüster, konnten wir uns tatsächlich schon eine Waffe im Laden kaufen. Ich weiß allerdings nicht, doch die müsste glaube ich um einen Schaden oder so stärker sein als unsere jetzige Waffe. Betrachte die Statuen und die Juwelen in ihrer Stirn. Mache ich bestimmt gleich, komme ich noch nicht zu. 30 Taler. Wir haben schon 160 Taler, cool. So, hier mal vorweg, der hat eine grüne Stirnjuwel-Dings und der eine rote. Alle diese Statuen haben hier grüne, bis auf die und eine weitere. Ja doch, eine weitere hat auch noch ein rotes Juwel. Rotes Juwel. Verstehst du? Goldene Schalter, was werden sie auslösen? Keine Ahnung, das werden wir sehen, wenn wir drauf treten. Oder was auch immer wir mit den Schaltern machen. Das soll ein goldener Schalter sein. Gedrückt. So, dann machen wir uns mal vom Acker hier. Hier geht sowieso nichts. Die Seelen heilen uns im Übrigen. Ich glaube, das ist jetzt nie richtig gesehen worden, weil wir halt nie Leben verloren haben, wenn wir so eine Seele getroffen haben. Aber das machen die so im Grundprinzip, sollten sie das tun. So, du bist weg. Magier, neue Gegner. Die sind ziemlich doof, weil die können einen anstarren, wenn man denen genau gegenübersteht. Dann können die einen lähmen. Es kann nichts passieren. Oder man selbst lähmt die Magier. Und das ist ziemlich geil, wenn das passiert. So, wir haben jetzt den zweiten goldenen Schalter gedrückt und jetzt ist hier diese Pforte aufgegangen. Ich möchte mich allerdings noch ein wenig umgucken, ob hier noch irgendwas Spannendes ist. Ach was, ein Magier. Können wir versuchen das mal. Nein. Guck mich mal an. Du sollst mich angucken. Der Magier starrt dich böse an. Pet ist gelähmt. So, das ist das Worst Case. Wir sind gelähmt. So, jetzt gibt es aber noch andere Fälle. Komm, guck uns an. Der Magier starrt dich böse an. Nichts geschieht. So, das kann auch sein. Und wir können den Magier auch noch lähmen. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt... Ne, jetzt bin ich wieder gelähmt. Autsch. Autsch. Pet ist gelähmt. Verdammt. Kannst du das please sein lassen? Nicht geil. Starrt dich teuflisch an. Pet ist gelähmt. Warum teuflisch? Eben hat er mich nur böse angeguckt. Starrt dich böse an. Pet ist wieder gelähmt. Warum? Komm schon. Nichts geschieht. Ach, weißt du, was du störst? Und zwar völlig. Okay, ich kann den Stuff hier nicht ranziehen. Ist aber auch nicht weiter tragisch. So, jetzt habe ich jede Menge Leben verloren, weil ich das zeigen wollte. Und Zeit habe ich auch verloren. Oh, Mensch. Aber das ist eigentlich gar nicht so schlimm, weil für dieses Projekt möchte ich mir ein bisschen Zeit lassen. Also nicht so viel Zeit, dass ich hier dabei einschlafen könnte oder ihr. Aber ein bisschen Zeit werde ich mir auf jeden Fall damit lassen, alleine schon, weil die Spielweltklasse ist. Geh so weg, du störst. Geh weg. Störst. So, noch ein Schalter. Und noch ein Schalter ist da und hier ist noch so ein rotes Ding. Ey, du Arschloch. Geh weg. Mann, der hat mich ja voll gestört. Warum habe ich die Statue durch ihn durchgeschoben? Das war sehr merkwürdig. Alles klar, irgendwas hat sich bewegt. Und wir können hier die Treppe hochgehen. Cool. Okay, hier ist ein kleines Rätsel. Hier sind überall grüne Statuen, bis auf zwei. Das sind einmal diese hier. Und hier ist ein Kristall. Haha. Also es sind halt wirklich nur die beiden Statuen. Einmal die hier und die. Und die muss man jeweils nach außen verschieben. Dann öffnet sich was. Wenn nicht, dann kommen hier, glaube ich, diese lilanen Hubbas runter. Oder die roten. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kommen dann hier Gegner und die muss man dann bekämpfen oder so.
Im ersten Playthrough weiß man das wahrscheinlich nicht unbedingt. Aber so, wenn man das dann einmal gemacht hat, dann kann man das, glaube ich, nicht mehr vergessen. So, ihr habt jetzt gesehen, wir haben den Schalter hier aktiviert, indem wir diese Fackel draufgeworfen haben. Und hier werden wir erstmal den Part beenden. Leider sehr Cliffhanger-mäßig, tut mir echt leid. Aber sonst zieht sich das mit der Cutscene danach und alles noch über 3 Minuten hin oder 4 und dann wird der Part mega lang. Da hat keiner Bock drauf. Alles klar, ich bedanke mich dafür, dass ihr wieder dabei wart bei Terranigma in Part 2. Ich hoffe, ihr werdet auch die nächsten Parts verfolgen, weil das ist jetzt nur der Anfangssheet. Das wird hinterher noch viel spannender. Ja, okay, aber am Anfang ist es ja immer ein bisschen langweilig. Gut, bis dahin. Macht's gut, Leute, und tschüss.